Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin Mac Vorago und diese Therapie ist kostenlos. Und irgendwo klopft hier leider ein, ja, Big Daddy. Ah, hier sieht auch gut aus. Da haben wir noch Munition. Okay. Kommen wir hier rein? Nicht wirklich. Wir sollen irgendwo ein, wie soll ich sagen? Ich gehe nach hinten. Ja, Freundchen. Du verpasst dir auch eins. So, tja, damit haben wir die auch zerlegt. Lieber mal ein bisschen Sanikasten nutzen. Dollars. Was besser mit der? Da liegen auch noch ein paar Freunde rum. Pistole. Splicer-Header. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Okay. Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Okay, wir müssen die Munition sparen. All diese Großheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Ja, schön, Adam. Bist zwar ein bisschen Psycho, aber das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Ich guck gerade mal hier oben, ob hier nicht noch irgendwo jemand. Einfach auf die Nase. Munition, das ist ganz gut. Ja, die ist leider leer und die sieht auch sehr ungesund aus, wie sie da liegt. Mülleimer, der ist auch leer und ein Tonbandgerät. Von ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, wer die ist, die Tante? Ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, gute Frage. Manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Okay. Dann versuchen wir unser Glück hier weiter. Weil woanders wüsste ich jetzt nicht, wo wir lang gehen sollten. Da sind Elektro-Kameras. Können wir die auch schaffen? Und hacken. Ja, die ist nicht schwer zu hacken. Das haben wir ruckzuck erledigt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir hier mehr so in die Richtung gehen wahrscheinlich. Dann hier lieber mal nach unten gehen. Unten ist mal super. Ja, da wird der Weg schon förmlich von allein gelegt. Aber da fehlt... Oh. Wir brauchen noch dringend einen Graden. Mist. Das wird knapp, das geht in die Hose. Ja, dann halt so. So, wie gehen wir jetzt weiter? Jo, ach, da haben wir noch. Den tauschen wir noch mit dem da, den da mit. Ja. Mit welchen denn eigentlich? Ach, machen wir mal verrückte Sachen. Gehen wir mal so rum. Das Ganze nach da. Das bisschen nach dort. Tja, nicht schön, aber selten. Und es erfüllt seinen Zweck, würde ich mal meinen. Oder seht ihr euch das anders? Es kommt da an, wo es ankommen soll. So. Machen wir hier mal einen auf fertig. Okay, gehackte Kamera arbeitet für dich alarmiert. Sicherheit bei Feinkontakt. Das finde ich doch mal nicht verkehrt. Okay, was haben wir hier? Panzerbrechende Munition, ein Untersuchungsschrank. Ich hoffe mal, das Ding ist aus Plastik. Okay, ein leichtes Untersuchen. Ein Knopf zum Drücken. So, einer muss ja hier mal aufräumen. Ich hoffe nur, die heizen damit nicht. Und es ist das normale Krematorium.
So, Munitionstechnik sieht super aus. Wir gehen mal da lang nach oben. Vielleicht sollten wir doch mal die Variante nehmen. Schätzchen, das ist meine Rolle. Meine. Okay, das funktioniert nicht so. Wo bist du, Baby? Okay. Schnell mal ein. Wo ist es da? Das hat uns ein bisschen überrascht. Das lief nicht ganz so optimal wie unbedingt gewünscht. Ach, MG-Munition, die nehmen wir mal mit. Was das für komische Dinger sind. Hm, da haben wir doch letztens die beiden Äuglein gesehen. So, gehen wir hier mal herum. Schauen wir uns mal erstmal um. Okay, ein Schrank. Oh, Schrank. Shotgun-Munition. Hier geht eine Treppe nach unten. Das ist die Geschichte, wo wir erst nicht raufkamen. Das bunte Zeug macht mir ein bisschen Sorgen. Okay. Interessantes medizinisches Gerät. Eindeutig medizinisches Gerät. Und ich höre noch immer... Ach nee, das ist die Sicherheitskamera unten. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Durch die Tür nicht, aber wahrscheinlich hier unten lang. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Jetzt wieder das komische Drogenzeug. Ein Schrank, auch leer. Der ist umgefallen, der Garn. Trinken tun wir nichts hier, rauchen tun wir nichts. Was war das? Nein, sah nur so aus. Okay. Aber das Zeug soll man nehmen. Abfacken. Ich habe wieder schlimmste Befürchtung, wenn wir uns das reinpfeifen. Aber egal. Wir pfeifen uns rein. Abfacken. Wenn etwas raucht, aufgeht, sollte dann heißt es nicht zerstören, sondern zünden. Okay. Setze. Aha. Setze Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 aufwärts. Ach. Ich verstehe. Ah, hier können wir die verschiedenen Slots. Da packen wir das dann da rein. Oh, ein Lehrvideo. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Alles klar, Feuer breitet sich aus. Hier auf der Stelle, Parasit. Ah. Okay, einmal anzünden, würde ich sagen. Ha! Grillen für Fortgeschrittene, würde ich mal meinen. Es könnte jetzt langsam aufhören. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Bereichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Okay. Also haben wir den Freund ein bisschen abgefuckt. Das heißt jetzt wieder ducken. Und aufhören zu ducken. Oh, ein paar gekohlte Leichen. Schicke frische Briketts mit Munition. Ach, hier ist noch einer. Dollars eingesammelt. Hier hinten liegt noch jemand rum. Ah, ich habe wieder gerade. Ah! Was knattert denn hier so? Ah, ja. Schauen wir uns mal bei die Waffen nochmal an. Das sieht super aus. Da können wir auch mal nachladen. Okay, haben wir... Oh, 3 Schuss panzerbrechende Munition. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und wir wechseln mal auf Feuer. Bisschen zündeln hat noch nie geschadet. Okay, da haben wir eine Kamera. Die ist unser Freund. Da wäre der alternative Weg gewesen. Oh, Tür auf. Benutze also, um meinen Plasmid auszuwählen. Habe ich doch schon gemacht, Freundchen. Und zwar die Feuernummer. Umschalten, um ein Plasmid aus dem Menü zu wählen. Ah, Umschalttaste wäre diese hier. Da kann man das Ganze auch hier drüber machen. So. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Ich bin doch kein Parasit. Ah, hier mal Eis.
Ah, mit Eis kann man das... Hallo, Freundchen. Die sieht gar nicht gut aus. Okay, da haben wir da nochmal Eis. Vielleicht da nochmal Eis draufgeben. Alles klar. Die Tür ist offen. Twilight Fields. Jo, bitchen. War nicht so nett hier. Alter, sprang die dort glatt aus. So, Gott, da haben wir jetzt gerade uns einen Wodka reingepfiffen. Okay. Untersuchen wir hier den Spaß mal. Okay, Deckung. Wir haben ja gelernt, dass es diese schicken Sachen gibt. Legen wir den um, legen wir den nicht um. Wir legen ihn um. Okay, zwei Schüsse haben gereicht. Dafür haben wir leider zwei Schüsse von unseren schicken... Okay, das ist die gekohlte Leiche. Ah, hier ist noch eine gekohlte Leiche. Dafür haben wir hier aber zwei Schüsse von unserer panzerbrechenden Munition benötigt. Da nehmen wir das andere Plasmid. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte. So, eigentlich sollten wir da lang. Da kommen wir aber nicht lang. Dort ist es noch was verschlossen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Und dann gehen wir unten zu der anderen Eisblock. Hier mal, noch eine Kasse. Wieder leer. Ach, eine Leiche, kaum zu sehen. Ha, geil, schick zusammengefaltet. Origami mit Leichen. So, hier haben wir noch eine Tür. Wohnt hier wer? So, einmal umsonst. Einmal gra... Da hinten ist jemand. Die ist leer. Elektroschock sollten wir vielleicht nicht einsetzen in dem Fall. Weil wir selber im Wasser stehen, denke ich mal. Lass ich das mal mit den... Oh. Okay. Einmal prophylaktisch ins Wasser oder was? Okay. Suche Leiche. Okay. Dollars. Person muss ich. Was ist das? Security Experiment. Security Experiment. Freundchen, kannst du mal ein bisschen woanders hinschauen? Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Neues Tonikum. Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart Production Palette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung der elektronischen Sicherheitsmaßnahmen spezialisieren. Was ist das? Du hast dein erstes Techniktonikum erhalten. Techniktonika verbessern deine Fähigkeit zu hacken oder Maschinen zu benutzen. Sie werden gesondert von Plasmiden auf andere Tonikotypen installiert. Okay, ja, dann installieren wir das mal. Dann sind wir jetzt ein Security-Hack-Experte. Ich fühle mich trotzdem beobachtet von ihm. Okay. Kumpel, war das deins? Tut mir leid. Gut, das war's dann hier. Wir gehen mal langsam nach vorne. Ich hoffe mal, dass wir hier keine Überraschung erleben. Das sieht soweit immer gut aus. Die Leiche haben wir schon analysiert. So, der Opalab, das war die falsche. Die wollte ich ihn hier haben. Und da gibt's. So, da ist ja ein bisschen elektrifiziert und tja, elektrisch gefrittiert und gebraten. Und zwei panzerbrechende Munition. Da ist der Freund rausgesprungen. Hier haben wir noch eine Leiche liegen. Bisschen Shotgun-Munition. Ja, gut, das war's auch schon wieder von The Bioshock.
unser Erkundungstour in Rapture endet erstmal für heute, denn unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt's gerne in die Comments oder guckt einfach mal bei mir auf Facebook vorbei. Unten in den Comments, nicht in den Comments, sondern in den Videobeschreibung, genau. Unter dem Video, die Videobeschreibung, findet ihr auch die anderen Social Links zu Twitter, Facebook und Google Plus. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu können. Bis dahin sage ich auf alle erstmal Servus und Ade.